Kickboxerin habe ich viel erreicht. Und dafür musste ich oft über meine Grenzen hinweg. Tägliches Training und eine gesunde Lebensweise gehören dazu. Allerdings schaut die Realität bei vielen ganz anders aus. Bewegungsmangel, Fastfood, Süßkram, all das erhöht das Risiko, ernsthaft zu erkranken. Zum Beispiel an Diabetes Typ 2. Aber es ist nie zu spät, sein Leben umzukrempeln. Vollkornprodukte, Gemüse, öfter mal auf Fleisch verzichten und natürlich Bewegung. Das tut dem Körper gut. Immer mehr Kinder sind heutzutage übergewichtig. Als Mutter weiß ich, wie wichtig es ist, Kindern ein Gefühl für den Körper zu vermitteln. Dass gesunde Ernährung schmeckt, dass Sport Spaß macht und Selbstvertrauen schafft. Du kannst was tun. Muss ja nicht immer gleich Kickboxen sein.